Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Ihr habt danach gefragt und ich werde dementsprechend auf das Aladdin-Video reagieren. Ich würde euch gleich zunächst einmal kurz erklären, was Wikipedia zu Aladdin sagt, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Und danach werde ich mit euch gemeinsam dieses wunderschöne Video von Knopfloch mit CH geschrieben. Ich glaube, der Kollege kommt aus der Schweiz. Liebe Grüße gehen raus, abonniert sehr gerne seinen Kanal. Ich werde das Video natürlich verlinken. Ja, ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Natürlich habe ich mich schon mal mit dem Thema beschäftigt und auch hier auf diesem Kanal haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Das habe ich gerade mal wieder festgestellt, als ich bei Wikipedia nochmal nachschlagen wollte und euch ein bisschen was dazu erzählen wollte, dass ich das schon markiert hatte damals. Deshalb gucken wir uns mal an, was hinter Aladdin steckt. Aladdin ist ein Akronym, das aus folgenden Worten entsteht: Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network. Das ist also der Name für deren Datenanalysesystem und das ist die Risikomanagement-Plattform von BlackRock. Aladdin ist das Analysesystem, mit dem BlackRock die einzelnen Geldanlagen bewertet. Außer den Finanzprodukten von BlackRock in Höhe von etwa 4,6 Billionen Euro widmet Aladdin auch die Entwicklung von 30.000 Investmentportfolios im Wert von 15 Billionen Euro überwacht. Dieser Vermögenswert entspricht etwa 7-10% aller Vermögenswerte weltweit, die von über 170 Pensionsfonds, Banken, Versicherungen, Stiftungen und anderen institutionellen Anlegern stammen. Also Kurzversion, die haben ein System, das in der Lage ist, scheinbar die gesamten Märkte zu koordinieren, zu berechnen und dann eben gewinnbringend irgendwie für die Anleger ihr Geld zu vermehren. Also dieses System scheint genau das zu sein, was wir uns alle erhoffen. Der eine versucht es über irgendwelche Trading-Bots, der andere probiert es über irgendwelche Bots, die alles Mögliche an Daten auslesen können und versuchen aus den Daten irgendein Fazit zu ziehen. Aladdin scheint genau das zu sein und zwar in Perfektion. Jetzt will ich aber nicht zu weit vorgreifen, weil ich noch gar nicht weiß, was genau der Kollege hier über Aladdin erzählt. Ich bin mal gespannt und werde das Ganze jetzt einfach mal mit euch starten. Viel Spaß dabei. Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt oder Fragen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mal sagen, Film ab und viel Spaß dabei. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es einen Roboter gibt, der mehr Reichtum kontrolliert als jedes andere Land der Erde? Ein Roboter, der so mächtig ist, dass er in den letzten 10 Jahren im Stillen das größte Unternehmen der Welt geschaffen hat? Dies ist die Geschichte eines Roboters namens Aladdin. Er ist das bestgehütete Geheimnis der Wall Street. Aladdin. Also ich finde, dass das ein Schweizer macht, macht das Ganze noch spannender und vor allem noch authentischer. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, was der gute Herr zu erzählen hat. Unserer globalen Wirtschaft. Zum Vergleich: das ist mehr als das 20 Billionen Dollar BIP der USA oder das 15 Billionen BIP der gesamten Europäischen Union. Das Wochenmagazin New Statesman schrieb, dass sich das gesamte physische Bargeld aller 7 Milliarden Menschen und aller Bankschließfächer und Sparschweine auf der Welt auf etwa 5 Billionen Dollar beläuft. Aladdin hat sich zu einem System entwickelt, das für mehr als den vierfachen Wert des gesamten physischen Geldes... 25 Jahre gibt es das scheinbar schon. Das erklärt dann vielleicht auch, warum BlackRock, ihr habt vielleicht meine Doku dazu gesehen, sonst empfehle ich euch die, ich versuche die mal hier oben einzublenden. BlackRock ist quasi an jedem Unternehmen beteiligt auf der Welt. Und jetzt sieht man auch warum. Mit ihrem Super-Cheat, den sie da haben, mit ihrem Aladdin, ja, da würde ich wahrscheinlich auch gern Kunde bei denen sein, wenn die dir quasi Gewinne garantieren können. Naja, wir werden mal weiterschauen. Dieser eine Roboter steuert die Handlungen der US-amerikanischen Federal Reserve, Fed, fast aller großen Banken und Investmentfonds an der Wall Street sowie von über 17.000 Händlern. Er kontrolliert die Hälfte aller ETFs, 17% des Anleihemarktes, 10% des globalen Aktienmarktes und führt täglich eine Viertelmillion Trades und wöchentlich Milliarden von Prognosen durch. Jahr für Jahr sammelt er Billionen von Datenpunkten über jeden Markt, jedes Unternehmen, jeden Vermögenswert und jetzt sogar über jeden von uns, was wir kaufen, verkaufen und was wir sagen. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum diese ganzen Fangunternehmen oder vor allem Google, ja, oder Alphabet, die dahinter stehen, warum die so, so krass erfolgreich sind und vor allem so, so viel Wert auf die Datensammlung legen, ja. Überlegt mal, was Facebook, Google und alle anderen, auch Amazon an Kaufverhalten und so weiter, was die alle so für Daten speichern, die dann eben unter anderem von Systemen wie Aladdin ausgewertet werden können, um so gewisse Trends zu erkennen oder gewisse Ängste zu erkennen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich krass, ja. Und so greift wahrscheinlich ein Zahnrad ins nächste, also unfassbar. So weiß er besser als jeder Mensch, was er kaufen und verkaufen soll.
Jede große Bank und jeder Investmentfonds verlässt sich auf Aladdin und seine mächtige KI und Algorithmen, um den Markt zu schlagen. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie in Aladdins Kielwasser zusammengebrochen und gescheitert. Und das Verrückteste an dieser Geschichte ist, dass dieser Roboter gerade erst am Anfang steht. Woher kommt Aladdin und wie wurde er so mächtig? Aladdin ist die Erfindung von Larry Fink, dem Gründer von BlackRock, und seine totale Dominanz hat sein Unternehmen zur größten Schattenbank und zum mächtigsten Unternehmen der ganzen Welt gemacht. Die Geschichte, die du gleich hören wirst, ist ebenso unglaublich wie erschreckend. Man könnte meinen, es handle sich um Science Fiction, wenn sie nicht sehr real wäre und heute geschehen würde. Die Geschichte beginnt in den 1980er Jahren, als Larry Fink bei der Wall Street Bank First Boston Millionen mit hypothekarisch gesicherten Wertpapieren verdiente. Das ist richtig. Dieselben hypothekarisch gesicherten Wertpapiere, die 20 Jahre später die globale Finanzkrise von 2008 verursachten. Aber in den 80er Jahren befand er sich in einer epischen Wall Street Rivalität mit Louis Ranieri bei Salomon Brothers, der als The Big Swinging Dick in Michael Levy's Buch Lügenpoker bekannt wurde. Damals verdiente Larry Millionen für die Bank und war auf dem Weg. Also dieses Gesicht dürft ihr euch gerne mal merken. Larry Fink, ich glaube, das ist einer der, wenn nicht sogar der einflussreichste Mensch, ja, den wir zumindest mal zu Gesicht bekommen. Ich denke mal, die ganz, ganz einflussreichen Menschen, die haben wir noch nie gesehen und werden wir auch nie sehen. Die sind diese typische Hand, die denn die Fäden von oben führt. Aber Larry Fink ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Also darf man gern abspeichern. Zum First Boston CEO. 1986 führte ein Fehler in den Computermodellen des Backoffice dazu, dass Larry die falschen Geschäfte tätigte und das Unternehmen 100 Millionen Dollar verlor. Das Ergebnis war, dass Larry die Bank als Versager verließ und dem dummen Computer die Schuld gab. Nach dieser Erfahrung hatte Larry nur ein Ziel: einen superintelligenten Roboter zu bauen, der Risiken und Chancen auf dem Markt besser erkennen konnte als jeder Computer oder Mensch. 1988 gründete er mit einem winzigen Codierungsteam ein neues Unternehmen namens BlackRock, um diesen Roboter zu entwickeln. Sein Name, Aladdin, steht für Asset Liability and Debt Derivative Investment Network. In den ersten 10 Jahren wurde Aladdin mit Informationen über jede Preisbewegung und Risikovariante. Aber was interessant ist, egal wo ihr hinschaut, ja, alles muss scheinbar irgendwie einmal richtig, richtig scheitern, bevor es dann so richtig erfolgreich wird. Also man kennt ja auch diesen Mythos, jeder Millionär war schon mal pleite. Da scheint was Wahres dran zu sein. Selbst Larry Fink hat 100 Millionen verloren durch einen gravierenden Fehler und seine Vertrauensleute haben scheinbar das Vertrauen zu ihm verloren. Und das war der Anstoß von BlackRock, wieder was Neues dazugelernt. Ja, auf dem globalen Anleihemarkt gefüttert. Larrys Spezialität. Und 1999, als Aladdin 11 Jahre alt wurde, wurde er so intelligent bei der Auswahl von Verlierern und Gewinnern, dass Larry begann, den Zugang zu seinen Daten an andere Wall Street Firmen zu verkaufen. Im selben Jahr brachte er BlackRock an die New Yorker Börse. Gleich nach dem Börsengang platzte der Dotcom-Boom, was eine Menge Geld vom Aktienmarkt in den Anleihemarkt schwemmte, in dem Aladdin zum unangefochtenen Weltmeister geworden war. Innerhalb weniger Jahre war BlackRock zu einem Billionen-Dollar-Unternehmen geworden und was tat Larry, als das Geld wieder in Aktien umgeschichtet wurde? Er kaufte die Vermögensverwaltungssparte von Merrill Lynch, die auf Aktien ausgerichtet war. Das Geschenk zu Aladdins 18. Geburtstag, alle Datenpunkte für den gesamten Aktienmarkt und plötzlich hatte Aladdin einen neuen Spielplatz. Er analysierte jeden Aktienhandel und jeden Risikofaktor für jedes Unternehmen am Aktienmarkt. Das Ergebnis ist, dass BlackRock heute zusammen mit seinen beiden engsten Rivalen Vanguard und State Street, die sich ebenfalls auf einen großen Teil des Wissensberges stützen, zu den größten Aktionären von über 40% aller börsennotierten Unternehmen in Amerika. Nicht nur börsennotiert, auch noch die allergrößten und erfolgreichsten und vor allem Unternehmen mit der allergrößten Reichweite. Also jeder einzelne Bürger kennt diese Unternehmen einfach und ist irgendwie Kunde von denen. 2008 schlug die globale Finanzkrise ein.
Und bevor Aladdin 21 Jahre alt ist, wird von jeder Wall Street Bank und Timothy Geithner, dem Leiter der Federal Reserve und des US-Finanzministeriums, angerufen. Als die Lehman Brothers während des Wall Street Meltdown zusammenbrachen, rief die US-Regierung an, um die nächste zusammenbrechende Bank Bear Stearns zu retten. Es war Aladdin, der entschied, welche Vermögenswerte im Rahmen des 30 Milliarden Rettungspaketes behalten und welche zurückgelassen werden sollten, und nur wenige Menschen wissen, dass es ein Roboter war, der Amerika vor einer Katastrophe bewahrte. Mit diesem ersten Erfolg begannen die US-Regierung und nun auch die europäischen und japanischen Zentralbanken, sich auf Aladdin zu verlassen, um zu entscheiden, wohin die 2,5 Billionen Dollar an neuem Geld, die sie gedruckt hatten, gehen sollten. Also auf der einen Seite natürlich extrem krass und auch irgendwie positiv, dass eben ein Computersystem ganz emotionslos scheinbar richtige Entscheidungen trifft. Aber jetzt versetzt euch mal in die Lage. Stellt euch mal vor, ihr müsst euer ganzes Vertrauen auf eine KI setzen, ja? Ihr könnt da nichts großartig beeinflussen und selbst wenn die Entscheidung der KI noch so unsinnig wirkt, müsst ihr sie einfach so hinnehmen. Also ihr könnt ja gerne mal hier unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das vorstellen könnt oder ob ihr sagt, so ganz 100% einer Maschine vertrauen, das kann ich irgendwie nicht so. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie du dazu stehst. Der größte Teil davon waren Anleihen und Finanzierungen zur Stützung der Hypothekargesellschaften und Banken. Aber Moment mal, sind das nicht genau die Anlagen, in die Aladdin und BlackRock bereits investiert waren? Genau, aber die zunehmenden Proteste wegen Interessenkonflikten wurden vom Lärm der Druckerpressen übertönt. Sie druckten mehr Geld, während das von Aladdin kontrollierte Vermögen bis 2013 rasch auf 11 Billionen Dollar anwuchs. In den letzten 10 Jahren hat sich Aladdin vom Anführer zum Dominator aller Finanzmärkte entwickelt. Mit der Übernahme von Barclays durch BlackRock erhielt es iShares. Auch interessante Nebeninfo, wusste ich gar nicht, dass BlackRock irgendwann mal Barclays übernommen hat. Krass. Barclays Exchange Traded Funds, Units oder ETFs und damit wurde Aladdin vom dominanten Anbieter von Anleihen und Aktien zum dominanten Anbieter von ETFs. So wie alle großen Investoren von Investmentfonds zu ETFs wechselten, änderte sich 2017 alles. An Aladdins 29. Geburtstag startete Larry bei BlackRock ein streng geheimes Projekt mit dem Codenamen Monarch, das dazu führte, dass seine Fondsmanager gefeuert und durch Aladdin ersetzt wurden. Kann man machen, ne? Alles, was menschlich ist, raus hier, raus! Menschen können doch widersprechen oder irgendwie ihren eigenen Grips anstrengen, bloß nicht. Lieber die KI machen lassen. Der Roboter eliminierte nun den Menschen aus der Gleichung, so dass heute über 70% aller Handelsgeschäfte an den US-Börsen von Robotern getätigt werden, allen voran Aladdin. Diese Geschäfte werden von Anfang bis Ende ohne menschliche Beteiligung im Hochfrequenzhandel abgewickelt, und zwar viel schneller, als ein Mensch sie ausführen kann. Wenn es sich nur um eine Geschichte über einen Roboter handeln würde, der die Arbeit der Wall Street Händler übernimmt, wärst du vielleicht nicht so besorgt. Es sei denn, du bist einer dieser Händler. Aber in den letzten 3 Jahren hat Aladdin unglaubliche 20 Billionen Dollar an Vermögenswerten erreicht und hat begonnen, in einem noch schnelleren Tempo zu konsumieren und zu kontrollieren. Erst im Jahr 2020, als Aladdin 32 Jahre alt wurde, riefen die US-Regierung und die Fed erneut an, als diese Pandemie ausbrach. Aladdin war wieder derjenige, der die Nation durch 4 Billionen neu gedrucktes Geld führte. Wo ist das Geld hin? Diesmal begann die Fed unerklärlicherweise zum ersten Mal im Jahr 2020 mit dem Kauf von ETFs. Das ist zwar etwas seltsam, und wieder wurden die Rufe nach Interessenskonflikten durch das Gelddrucken übertönt. Und dann offenbarte Aladdin sein Endspiel. Vor kurzem hat BlackRock das Unternehmen eFront übernommen, das Daten über die Dinge sammelt, die du und ich besitzen, einschließlich privatem Eigenkapital und Immobilien, und seither hat Aladdin eFinanzdaten über... Ihr kennt vielleicht noch die Aussage von Klaus Schwab aus dem Buch The Great Reset, ihr werdet 2030 nichts besitzen und trotzdem glücklich sein.
Ja, das erinnert mich doch so ein bisschen daran, was er da gerade gesagt hat, ne? Also dieses E-Front scheint schon mal auszulesen, wer was hat, ja, damit man dann später auch eine ganz genaue Kartei hat, was man wem abnehmen darf. Naja, das ist ein bisschen weit gegriffen, aber auf jeden Fall glaube ich, dass BlackRock definitiv auch da seine Fittiche im Spiel haben wird. Für den gesamten globalen Immobilienmarkt konsumiert. Und ja, du ahnst, was in den letzten 2 Jahren geschah. BlackRock und andere Fonds, die Aladdins Daten nutzen, haben damit begonnen, Einfamilienhäuser aufzukaufen, bei denen sie es sich leisten können, den Rest von uns zu überbieten, dass sie über unbegrenzte Finanzierung zu extrem niedrigen Zinssätzen verfügen. Das Ergebnis sind Hauspreise, die in den letzten 2 Jahren um 20% gestiegen sind und nun sogar große Anbieter wie Zillow aus dem Markt drängen. Und hier sehen wir allerdings Endspiel. Der eine hyperintelligente KI-Roboter zu sein, der nicht nur die Vermögenswerte der Wall Street kontrolliert, sondern alle öffentlichen und privaten Vermögenswerte. Selbst ein Skeptiker mit offenen Augen kann die Zeichen erkennen. Wir sind bereits an einem Punkt angelangt, an dem niemand mehr ohne Aladdin konkurrieren kann. Wie CEOs und Vermögensverwalter wie Anthony Molloy jetzt sagen, ist Aladdin wie Sauerstoff. Ohne ihn wären wir nicht in der Lage zu funktionieren. Und was ist mit der staatlichen Regulierung? Nun, Joe Biden hat den BlackRock-Manager Brian Deese zum Leiter des Nationalen Wirtschaftsrats ernannt, was im Grunde die Aufsicht über Aladdin bedeutet, und BlackRock ist jetzt in der Verantwortung von BlackRock, und Biden hat auch BlackRock. Was soll man dazu noch sagen, oder? Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Der kleine Steuerzahler wie du und ich darf sich durch 500, 600 Seiten Papierkram wälzen, um seine jährliche Steuererklärung zu machen. Und die Herrschaften da drüben, ja, die kriegen einfach mal jemanden vorgesetzt, der vorher aktiv bei dir gearbeitet hat, und der darf dich jetzt kontrollieren und natürlich das alles ganz, ganz genau nehmen, und der darf dir jetzt auf die Finger hauen, wenn du irgendwas falsch machst. Also es ist doch wirklich eine Schmach. Sehr, sehr ernüchternd für uns Normies, wenn man sieht, was da oben so passiert. Stabschef Wally Adeyemo zum stellvertretenden Finanzminister ernannt. Verwirrt? Ja. Das heißt, BlackRock ist jetzt sowohl das Finanzministerium als auch der Berater des Finanzministeriums. Und diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Der Geist ist aus der Flasche und Aladdin hat bereits einen Kipppunkt erreicht, an dem ein Roboter mehr Reichtum kontrolliert als jede andere Person oder jedes andere Land der Erde. Aber da Aladdins KI-Fähigkeiten weiter wachsen und seine Kontrollrate jedes Jahr um eine weitere Billion bis 2 Billionen Dollar an neuen Vermögenswerten zunimmt, scheint es unvermeidlich, dass die Geheimwaffe der Wall Street am Ende alles besitzen könnte und wir am Ende nichts. Genauso wie es Klaus Schwab und seine Gesellen vorausgesagt haben. Na seht ihr, da haben wir es nochmal. Ja, unfassbar. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Doku. Sehr, sehr interessant. Ja, war sehr, sehr schön ausgeführt. Und vor allem habe ich so 2, 3 Dinge da wieder gelernt, die ich nicht wusste. Zum einen, dass Barclays geschluckt wurde von denen. Zum anderen, dass sie sogar so eng mit der Regierung kooperieren, dass die Regierung quasi betende Hände vor ihnen hält und sagt, bitte sagt uns, was wir jetzt tun müssen. Also unfassbar. Für mich persönlich sehr, sehr erschreckend zu sehen, wie krass wir uns immer weiter abhängig machen. Ich sehe das ja jetzt gerade durch die Inflation, die hier in Deutschland angekommen ist, wie sehr wir uns von unseren europäischen Partnern abhängig machen und jetzt eben, wenn es Engpässe gibt, total aufgeschmissen sind. Ich sehe, wie wir uns total abhängig machen von künstlicher Intelligenz und noch viel schlimmer, von künstlicher Intelligenz anderer Länder. Ja, also unfassbar, was hier passiert. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du dazu stehst. Glaubst du, dass Aladdin an sich eine gute Erfindung ist? Oder glaubst du, Aladdin ist der Endboss des zentralisierten Systems hier auf der Erde und eines Tages ist ihr Plan, einfach alles zu koordinieren und nicht nur 70, sondern 100% des ganzen Marktes zu kontrollieren? Schreibt mir gerne mal, wie ihr dazu steht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch für den Videotipp. Wenn ihr andere Videotipps habt, auf die ich reagieren soll, lasst das mich einfach wissen. Ich wünsche euch jetzt einen geilen Start in diese Woche. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!